Yeah!
Na, ich backe. Dachte schon, die Beißer hätten dich erwischt. Oh, sieh dir dein Gesicht an. Total am Keuchen. Wer hätte gedacht, dass du so ein alter Knacker bist? Ist das ein Rennen oder versuchst du das in einen Kampf zu verwandeln? Beruhige dich, beruhige dich. Es ist ein Wettrennen. Wie wäre es, wenn wir den Einsatz erhöhen? Sagen wir 5:1. Was sagst du dazu? Sorry, das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Okay, wir machen es etwas leichter. Wir laufen und ich suche mir meinen Gewinn aus, wenn ich dich besiegt habe. Tschüssi! Ich bin ein Niemand. Ihr müsst mich gehen lassen. Hast du von dem Pilger gehört? Die Spatzen singen von den Dächern, dass der nackte. Was? Wen suchst du? Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht mehr. Mon Dieu! Ich wusste, ich hätte nach dem ersten Glas Apfelwein aufhören sollen. Ich habe einen Karton Glitzer in eine meiner Vogelscheuchen gesteckt. Aber in welche? Du machst Vogelscheuchen? Ich dachte, das ist eine Kunstwerkstatt. Vogelscheuchen machen ist Kunst. Sie sind sehr gefragt und ich bin gut darin, sie zu gestalten. Die Leute nennen mich die Vogelscheuchenkönigin. Was immer meine Kunden wünschen, ob Cowboy-Vogelscheuche, Topmodel-Vogelscheuche oder Graf Dracula zur Bewachung deines Gemüses. Für eine Witwe habe ich sogar schon den toten Ehemann nachgebildet. Gabrielle macht alles möglich. Warum steckst du Glitzer in eine Vogelscheuche? Für eine Sonderanfertigung. Eine süße Einhornvogelscheuche für ein niedliches kleines Mädchen. Der Glitzer hat mich ein Vermögen gekostet. Und ich wollte ihn irgendwo sicher verstecken, aber jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem meiner Babys er steckt. Na, vielleicht kann ich ihn für dich suchen. Ich weiß nur noch, dass da eine nackte Frau war und ein Baum und oben drüber die Vogelscheuche. Bist du sicher, dass das kein Traum war? Junger Mann, meine Träume zerplatzten, als Bordeaux dem Virus zum Opfer fiel. Eine nackte Dame und ein Baum führen dich zu meiner Vogelscheuche. Da bin ich absolut sicher. Es tut gut, wieder Kunst in unserem Leben zu haben. Was habe ich euch getan? Lasst mich gehen, bitte! Von wem redest du? Was denkst du denn? Pflanzen.
Das Geschenk der Natur, die uns umgibt, natürlich. Du nimmst sie noch nicht einmal wahr. Aber wenn sie keinen Weg gefunden hätten, hättest du sicher ihre Abwesenheit bemerkt. Welchen Weg gefunden? Die Verschmutzung zu überleben, die sie durch uns erleiden mussten. Du bist so ignorant, wie die meisten Leute. Er wird bald gehen. Keine Sorge. Die Verschmutzung? Ja, die Chemikalien, die wir Menschen auf sie niederregnen lassen haben. Mit denen wir den Boden verseucht haben. Deshalb wächst nichts in der Erde. Du bist nicht aus der Stadt, oder? Ja. Der Boden ist so stark verseucht, dass nichts mehr auf ihm wächst. Wenn man darüber nachdenkt, es ist beeindruckend, dass die Natur immer einen Weg findet. Das ist es. Wirklich beeindruckend. Die Leute haben Verschiedenes probiert. Wir hatten nichts zu essen. Das führte zu chaotischen Zuständen. Hunger macht Menschen zu Bestien. Aber die Pflanzen, sie sind so viel besser als Menschen. Während wir uns im Kampf um die letzten Vorräte abgeschlachtet haben, haben die Pflanzen vorsichtig erkundet, wo sie wachsen konnten. In gewisser Weise hat sich die Natur zurückgeholt, was ihr genommen wurde. Warum auf Dächern? Die Erde auf den Dächern war weniger verschmutzt. Wahrscheinlich hat der Regen die Chemikalien verdünnt und ausgewaschen. Es hat damals häufiger geregnet. Aber jetzt regnet es seltener. Das wird wieder zu schweren Entscheidungen führen. Was meinst du damit? Schau dir die Pflanzen an. Mais, Gurken, Weizen. Alles braucht mehr Wasser, als es bekommt. Wir bewässern die Pflanzen so gut es geht, aber es ist nicht einfach, wenn unsere eigenen Vorräte schwinden. Deshalb werden vermehrt Gemüsesorten angebaut, die weniger Wasser brauchen. Tomaten, Bohnen, Kürbisse. Aber daraus ergeben sich wieder andere Probleme. Und zwar? Diese Pflanzen sind Tiefwurzler und können die Strukturen der Gebäude beschädigen. Dies würde sich natürlich direkt auf unsere Überlebenschancen auswirken. Also, was denkst du? Gewinnen sie oder wir? Ich bin mir relativ sicher, dass sie gewinnen. Man darf niemandem trauen? Das auch. Aber es gibt noch was Wichtigeres. Wer langsam ist, ist tot. Das hat mir ein Nightrunner vor ein paar Jahren gesagt und er hatte völlig recht. Du kanntest einen Nightrunner? Ja, wir hatten sogar eine Beziehung. Ging dann aber in die Brüche, weil er einfach zu viel Tempo drauf hatte. Weißt du, was ich meine? Ja, so läuft's halt manchmal. Kennst du eine vernünftige Beziehung zwischen einem selbsternannten Ordnungshüter und einer Kürbisfarmerin? Du bist dieser Pilger, der gerade in die Stadt gekommen ist, stimmt's? Es heißt, du wärst ein unfassbarer Läufer und Kletterer. Schuldig im Sinne der Anklage. Vielleicht kannst du dann was gebrauchen, was mein Freund bei mir zu Hause hat liegen lassen. Es ist das Tagebuch eines Nightrunners. Da ist die Karte einer brutalen Nightrunner-Challenge drin, die er selbst designt hat. Auf die war er echt stolz. Die meisten hatten keine Chance, brachen sich ständig Arme und Beine dabei. Da hat sich der Arsch immer gefreut wie Bolle. Ich nehme an, er war der Champion des Kurses? Klar. Und ich vermute, du wärst nicht mal halb so gut wie er. Aber schau dir seine Skizzen mal an, dann kannst du eine Menge lernen. Er hatte irre Moves und die hat er alle aufgeschrieben. Du willst mir dieses Tagebuch also wirklich geben? Du darfst es haben. Aber nur, wenn du mutig genug bist, dich an diese Challenge zu wagen. Und wenn du den Kurs meisterst. Hey.
Hör auf, Mann. Du hast deine Seite gewählt und es ist nicht unsere. Deine Philosophie ist ziemlich bunt. Stimmt. Aber mir fehlen die Farben dazu. Aber ich kann tolle Kleider anfertigen. Und zwar richtig gut. Soll ich es dir zeigen? Komm mit. Ich habe nur blauen Stoff, denn daraus sollen Uniformen werden. Ich könnte eine ganze Welt von Kleidern erschaffen. Aber leider nur eine blaue Welt. Wie würdest du dich fühlen, wenn die Welt nur blau wäre? Du bist also Näherin. Was stellst du denn her? Bären, Kinderspielzeug. Aber auch Erwachsene wollen hin und wieder einen Bären. Hättest du auch gerne einen? Na, ich weiß nicht. Blau ist so eine edle Farbe. Doch mittlerweile hasse ich sie. Sag mir, würdest du mir bei etwas helfen? Gibt es denn noch andere Farben als Blau? Klar, aber nur mit zerstoßenen Beeren kann ich die herstellen. Und normale Farbe, vergiss es. Okay, wo bekomme ich welche her? Die Armee hatte einen Vorrat für geheime Markierungen. Aber irgendwann gab es keine Geheimnisse mehr. Und du weißt, wie es weiterging. Es gab so vieles, das einfach vergessen wurde. Überall findet man vielerlei Farben. Es gibt Berichte von kompletten Behältern, aber an Orten, die meist zu hoch oder zu gefährlich sind. Ich hätte da eine Karte mit den Fundorten. Ich bringe sie dir. Oh, danke. Aber du musst dich beeilen. Einige dieser Behälter stehen frei herum. Wenn sie zu lange in der Sonne stehen, geht die Farbe kaputt. Okay, verstanden. Bitte, beeil dich. Thank you.
Fuck mir. Probleme? Allerdings. Große. Kanntest du Amir? Schmaler, ständig grinsender Teenager. Er ist tot. Das ist zwar heute nichts Ungewöhnliches, leider. Aber ich dachte immer, er wäre unsterblich. Im klassischen Sinne. Und dann... Hilfst du mir? Wobei, bei etwas, was Amir früher gemacht hat? Ja, er hat den Kadetten ihre Feldberichte fürs Überlebenstraining gegeben. Was ist denn mit ihm passiert? Zu viel Routine führt zu Unaufmerksamkeit. Seit ich denken kann, ist er wie eine Gazelle von Dach zu Dach gesprungen. Und dann ein falscher Schritt. Nur einer. Überlebenstraining? Die Kadetten müssen eine Nacht allein außerhalb der Sicherheitszone verbringen. Von unseren Patrouillen sammeln wir Daten, um Gefahren zu minimieren. Amir brachte diese Feldberichte zu den Kadetten. Kannst du das für ihn übernehmen? Ich werde mein Bestes geben. Danke, Aiden. Wichtig ist, die Reihenfolge nicht durcheinander zu bringen. Das wäre übel für die Kadetten. Leg sie ihnen unterwegs in die Spinde. Sie holen sie sich dann. Check die Route und die Verteilungsreihenfolge. Und dann beeil dich. Sie müssen möglichst aktuelle Felddaten erhalten. Viel Glück, Aiden. Später!
Asteroid. Zeig mir, was du drauf hast. Du bist auch. Hey! Ich kam durch die Tunnel. Oh, die Tunnel? Durch welchen Tunnel? Ich dachte, die sind unpassierbar. Ein vom Militär? Oder ein vom alten Bergbaubezirk? Sag nicht, es war ein U-Bahn-Tunnel. Das wäre zu einfach. Ich wusste nicht einmal, dass es so viele gibt. Ich habe keine Ahnung. Jemand hat mich per Funk geführt. Das heißt, unsere Verteidigungslinien wurden durchbrochen. Interessant. Also, gibt es noch andere Wege in die Stadt? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Die Mauern sollten es ja unmöglich machen, in die Stadt einzudringen. Und ich bin zu alt, um es nochmal zu versuchen. Du hast es schon mal versucht? Ja, nachdem sie gebaut wurden, wollte ich zurück nach Hause, aber... Ich saß hier fest, wie so viele andere auch. Eine Weile später hatte ich festgestellt, dass ich hier sicherer war als da draußen. Es war also letztendlich okay, würde ich sagen... Es gab sowieso niemanden mehr, der auf mich gewartet hätte. Eure Verteidigungslinien? Die Mauern. Darum bist du durch den Tunnel gegangen, weil du die Mauer nicht erklimmen konntest. Ich wurde hierher gebracht, mit anderen, um beim Bau der Mauern zu helfen. Das war nicht leicht, glaub mir. Auch wenn die alten Fundamente hilfreich waren. Weißt du, die Mauern verlaufen größtenteils entlang der alten mittelalterlichen Stadtmauern. Du sagtest, man hat dich hergebracht. Woher? Aus einer kleinen Bergbaustadt im Norden. Du kennst sie sicher nicht. Ich wollte so bald wie möglich dorthin zurück, konnte es aber nicht aufgrund der Mauer, die ich mitgebaut habe. Ironisch, was? Später habe ich dann erfahren, dass meine Stadt ausgelöscht wurde. Immerhin... habe ich ein neues Zuhause. Klar,
Hausmeister an einer Schule ist sicher nicht jedermanns Idee von einem Traumjob. Aber für mich, ich bin unter Menschen und das ist friedlich. Meistens zumindest. Man kann also sagen, Villador ist jetzt meine Heimatstadt, umgeben von Mauern, die ich mitgebaut habe. Warum wurden die Mauern überhaupt errichtet? Das war das Lustige daran. Sie sollten die Infizierten in der Stadt halten, um eine Ausbreitung zu verhindern. Allerdings haben alle bald festgestellt, dass die Zustände draußen noch viel schlimmer waren. Also hat etwas, das die Gefahren auf die Stadt beschränken sollte, uns letztendlich vor den Gefahren da draußen beschützt. Das war im Frühling 2022. Im September waren wir fertig. Es gab sogar Gerüchte, dass die Machthaber Villador zerstören wollten, nachdem die Mauern fertig gebaut waren. Ironisch, nicht? Stattdessen ist Villador eine der wenigen Städte, die noch steht. Manchmal habe ich das seltsame Gefühl, Steine wissen besser, was schützenswert ist, als die Menschen, die sie aufeinander schichten.
Ich brauche medizinische Hilfe. Ich wäre draufgegangen. Du verdienst eine Belohnung, Mann. Thank you.
Yeah!